Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Und die heißt... Ist das Thema mit... Ah ja, aber ich möchte mal kurz was hier machen. Weil irgendwas scheint da wohl gerade zu sein. Medjay, großer Krieger, komm. Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Jeder hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle! Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, hab ich auch noch andere Aufgaben. So. Kaufen. Guck mal, was du hast. Nichts Wichtiges. Aber wir können mal gucken, was wir verkaufen. Heilung. Oh ja. Nee, lass uns so, wie es ist. So, ich rüste mich mal kurz um. Haus, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Nee, das haben wir, lassen wir noch so. Aber der Bogen, der möchte. Wir haben einen Raubtierbogen. Den wir nehmen. Mal Zeit für langsam für einen neuen Bogen, oder was? Gut. Okay. Genau. Ah ja, wollte ich machen. Wir haben aber eine neue Fähigkeit. Luftangriff. Was haben wir hier? Angriff und Stoß. Okay. Schlafpfeile. Hier haben wir eine Brandbombe. Handelsvertreter. Können wir Geld machen? Kopfschutz-CP. Das nehmen wir mit. Die Ultra-Höchstleistung. Wir schaden. Wir verdoppeln den Schaden. So. Quest wollte ich. Ah ja. Die Hauptquest. Wir sollten jetzt nach Alexandria reisen. Entschuldigung. Und jetzt sollen wir Aya in der Bibliothek treffen. Der auch deutlich lieber als der Bogen, glaube ich, den wir jetzt haben. Guck mal gerade was. Okay, cool. Ja, wir machen heute auf jeden Fall noch ein bisschen Zeugs. Fallen aber keine. Die habe ich mir jetzt Gott sei Dank noch am Ende der letzten Folge geholt, weil wir ja noch. Ich frag's jetzt. Weil wir die EP brauchten wegen dem Level. Weil ich will gerne die Quest mit dem Level angehen, die für diese rausgelegt sind. Theoretisch hätten wir sagen können, ja, wir können. Die Schlange bekommt eine Antwort. Okay. Da kommen wir gerade nicht rein. Du bist also hoch irgendwie. Frage ist, haben wir ein Fenster offen? Oder wie schaffen wir das mit der? Wie kriegen wir Zugriff? Wie kommen wir denn da rein?
Wo können wir denn... Wie kommen wir denn da jetzt rein? Das ist von mir! Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek... Wie soll ich Arya zwischen all diesen... Ich finde ja, Thanos redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Fast beängstigend. Da hast du recht. Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Wie gesagt, wenn ihr Texte lesen wollt oder sowas, dann bitte einfach... Oh. Hab ich jetzt... War das jetzt... Okay. Verstecktes Papyrus, das Ding liegt zwar eigentlich komplett in der Öffentlichkeit, aber why not? Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Arya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Baik, oder? Arya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. So. Tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Arya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Hm. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Arya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus. Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Okay. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet. Der moderne Sophokles. Warum läuft er eigentlich jetzt weg? Warum, Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Arya in dem Monument da vorn. Okay. Super. Genau da. Hab etwas Vertrauen. Okay, wir gehen einfach auf das Dach. So. Untersuche den Brunnen. Ich hab dich vermisst. Oh nein. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemmo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Jetzt haben wir es mal schön rasiert hier. Ich
aber auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Boah, Alter. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Ach, Katze. Es war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das so an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Jetzt kriegen wir so versteckten Klingen. Der Gerechtigkeit. Marken soll ich euch bei Assassin's Creed. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Damit brauchen wir keine Gegner niederschlagen am Meer, sondern wir können sie jetzt. Im Zimmer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. So, warte mal. Ich guck mal gerade was. Wir haben ja jetzt die versteckten Klingen. Dazu brauchen wir noch Material. 1119. Benötige Materialien. Okay. Ich suche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Schild. Wir haben zwei neue Quests jetzt bekommen. Kurz mal was Hausschildern hier ausrüsten. Und auch meins, mein Liebster. So. Eliminiere Gennadios und die Schlange. Das sind Level 11er und 12er Quests. Okay, wir Eier. Oder Eier nicht jetzt 10er Quest? So, Hauptquest. Gut, die müssen wir sowieso machen, damit wir die beiden Typen. Und da müssen wir halt. Ja, wir kriegen sie schon irgendwie hin, aber eigentlich weiß ich nicht gedacht daran. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier rauskommen, wa? Gut, mit Sicherheit können wir da klettern, oder? Gennadios sucht in Ost-Alexandria nach Aya. Ja, gut, sie musste sich extrem verstecken. Komm ich jetzt hoch? Ja.
Finde und eliminiere Gennadios. Und danach die Schlange. Gut, und das gehen wir in der nächsten Episode an. Bis dahin oder wiedersehen. Mal als bei Assassin's Creed Origins.